In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Wir haben heute total viel Papierkram gehabt zu erledigen. Genau. Ich habe gerade in meinem Buch ein paar Sachen reingeschrieben. Und wir wollten jetzt eigentlich mit meiner Mama, also mit Lina zusammen zu meiner Mama, ein bisschen spazieren draußen. Ich muss auch ein paar Tabletten für mich kaufen. Und Lina hat Post bekommen. Also ein Riesenpaket. Wir haben das jetzt auch schon ausgepackt. Und zwar einmal diesen Puppenwagen. Willst du dir mal zeigen, Schatz? Sie ist schon fleißig am Spielen. Und zwar hat der... Ja, zeig das mal. Ja, genau. Halt das so fest. So. Genau. Einmal hat sie den Puppenwagen bekommen. Und... Hallo, wohin gehst du? Warte. Lina. Da drin war dann auch natürlich hier die Tasche. Ich finde die voll schön. Also da kann sie auch die Fläschchen und so von der Puppe reintun in die Wickeltasche. Und sie ist auch total froh. Ne? Und unten kannst du auch noch was reintun, wenn du einkaufen gehst. Genau, das können wir auch zeigen. Und sie hat diesen süßen Sessel bekommen mit Einhörnern drauf. Guck mal, hier ist Eis. Da, Eis. Eis? Ja, und ein Burger. Burger. Ja. Also der ist perfekt für Lina. Die passt genau rein, ne? Noch ein bisschen und dann passt sie nicht mehr drauf. Ne? Du Freddy. Ja, das ist ein Eisschatz. Und das ist ein Burger. Was ist das? Guck mal, hier ist eine Ananas. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Knorrbaby. Ist total schön. Ich verlinke euch die Seite unten. Lina hat sich sehr drüber gefreut. Ne, Linusch? Was macht dein Schuh eigentlich da? Da. Ja? Findest du das schön? So, da. Genau. Da. Das. So. Ups. Ups. Jetzt hat sie wenigstens einen Sessel, wo sie sich drauf hocken kann, wenn sie Fernsehen guckt. Weil sie steht immer oder legt sich auf den Boden und der ist so schön gepolstert. Also ich glaube, Mama passt da nicht drauf, ne? Nein, genau. Nimmst du deinen Puppenwagen gleich mit? Ja? Sollen wir dein Baby mitnehmen? Nein. Nein, Baby Speiberl gegessen? Ein bisschen. Nein. Warum? Baby. Soll ich schlafen? Nein. Was denn? Übrigens haben voll viele nach Linas Hand gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt ekeln werdet oder so. Aber wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr wegschalten, Lina Elnigester. Nein. Wickle? Genau, so sieht die Hand gerade momentan aus. Viel, viel besser als vorher. Willst du mir das jetzt nicht zeigen? Egal. So. Achso, willst du die Tasche zeigen? Da kann man was reintun, ne? Willst du da was reintun? Die kann man auch zumachen hier. So. Na. Genau. Lina hat übrigens gestern 3 Barbies geschenkt bekommen von Audas Cousine war hier. Total lieb. Wir haben die Kinder so geschenkt. Wir haben dem Sohn so ein Auto gekauft mit Fernbedienung und also so ein ferngesteuertes Auto. Und der Tochter so eine Puppe zum Haare machen und schminken, Kittelpuppen, wo man nur den Kopf hat. Und sie hat noch dieses Kleid hier bekommen. Das ist so ein Tütü von Lilifee. Ich fand das, ehrlich gesagt, ein bisschen zu teuer, 30 Euro dafür, aber da kann man auch nichts also sagen, wenn die das jetzt holt. Wenn du was sagst, dann fühlen die sich auch nicht so gut dabei. Ja, und sie hat dazu noch die passende Krone bekommen. Wo die jetzt ist, weiß ich allerdings nicht. Lina, wo ist deine Krone? Boah, hier sieht's aus wie Sau, ey. Ich bin in den letzten Tagen so müde und träge und einfach nur kaputt.
Ja. Ansonsten ist eigentlich nichts anderes jetzt auf der Arbeit. Also ist gerade losgefahren. Ich sehe voll kaputt aus, sehe ich gerade. Ja, wir haben noch Essen von gestern. Wir haben gestern Blumenkohl gemacht und Nudeln mit Brokkoli und Puten. Brust. Ja, eigentlich das, was wir eingekauft haben vorher. Ja, jetzt muss ich gleich auf jeden Fall für Lina Feuchttücher kaufen, weil Lina hat gar keine Feuchttücher mehr. Hi ihr Lieben, wir sind mittlerweile schon zu Hause. Wir waren in den Arkaden und habe für Lina Feuchttücher gekauft. Ich habe irgendwie ein bisschen Unterleibschmerzen, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder fast weg. Dann habe ich für Lina so ein Prinzessin-Set gekauft. Für ihr Kostüm. Wir haben ja für ihn ein Kleid bestellt. Dann haben wir ein Paket bekommen. Das war in der Packstation. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Das können wir mal zusammen aufmachen. Oh, ich fühle mich irgendwie voll schlapp gerade. Ah, ich weiß, was das ist. Und zwar hat eine liebe Instagramerin, die liebe also hat für ihn einmal dieses Kissen gemacht. Es ist schon lange her, dass sie das gemacht hat. Hatte sie mir mal geschrieben, aber sie hat das vergessen abzuschicken oder hatte keine Zeit. Das ist einmal dieses Kissen, hier steht Lina drauf, total schön mit so einem Tütü-Kleidchen. Voll cool. Die wird sich bestimmt freuen. Die steht ja momentan voll auf der Tütü. Dazu passend ist auch so ein Tütü-Rock dabei. Genau. Aber ich glaube, das ist ihr jetzt mittlerweile zu eng. Seht ihr, ist ein bisschen kräftiger geworden. Dann einmal dieses Buddy. Das passt ihr aber noch, oder? 86, 92, ich weiß gar nicht. Sie trägt ihr momentan 98. Hier steht auch Lina drauf. Mit so einer Schleife, voll süß. Das kann sie gleich anziehen, wenn sie schlafen geht. Und noch dieses schöne Bild. Ah, hier steht auch Lina drauf. Das kann sie dann später in ihrem Zimmer aufhängen. Total schön, danke schön. Das freut uns total. Genau. Total schön, danke. Ich verlinke euch die Seite auf jeden Fall hier. Und Leute, wie gesagt, mir geht es wirklich gerade irgendwie komisch. Achso, Lina schläft übrigens. Sie ist im Auto eingeschlafen. Und während Lina jetzt schläft, werde ich alle Sachen, die zu klein sind, die in die Kiste einpacken oder die sie nicht mehr anziehen kann oder wird. Weil wir brauchen ein bisschen Platz. Das ist hier alles so überfüllt. Und ich weiß ja mittlerweile, was ihr nicht mehr passt. Deswegen wird das schon gehen. Und wenn man mehr Platz hat im Schrank, dann fühlt man sich irgendwie auch besser. Hallo ihr Lieben, ja. Ich habe jetzt Hefe rausgeholt. Übrigens ist heute schon der nächste Tag. Ich habe gerade Hefe rausgeholt. Ich wollte nämlich Börek machen, also Porridger besser gesagt. Aber ich glaube, die Deutschen nennen das auch Börek, ne? Und dazu noch Hackfleisch. Aber der ist noch viel zu eisig, deswegen stelle ich das jetzt auf die... Mama! Ja, okay. Stelle ich das jetzt auf die Heizung, weil die Heizung ist an. Geht das vielleicht ein bisschen schneller auf. Aber der schläft noch. Wir haben auch noch voll früh. Wir haben, glaube ich, 9.30 Uhr statt 10 Uhr. Ja. Ich bin übrigens noch in Pyjama. Aber das ist hier nicht schlimm. Der schlägt das noch für die Sonne und auf die Heizung. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was wir heute vorhaben. Auf jeden Fall wollte ich mit Lina gleich ein bisschen raus. Weil ich wollte morgen auch Pizza machen. Und ich denke mal, dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Teig. Aber vorher... Achso, ich habe übrigens die Wäsche gerade aufgehangen. Die Wäsche ist übrigens schon am Hängen. Ja. Sonst gibt es nichts. So ihr Lieben, ich fange jetzt an mit dem Teig. Dafür braucht ihr eine Hefe, ein Glas, Zucker, Mehl, Öl und Salz. Aber da kommt natürlich noch Wasser rein. Aber die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein.
I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said put down your morning gun. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a whirl of thunder. Fear is an imposter. And you look at me this way. Ich habe jetzt den Deckel zugemacht, das soll jetzt ein bisschen gehen. Und solange werde ich jetzt das Hackfleisch vorbereiten und ich zeige euch jetzt, was ihr dafür alles braucht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Teig gemacht. Aber falls das zu viel ist, dann könnt ihr einen kleineren Glas benutzen. Ich habe jetzt einen großen Glas benutzt, aber das ist nicht schlimm, das kann ich einfrieren, den Teig. Und dann beim nächsten Mal brauche ich dann keinen Teig zu machen. So. Ja, jetzt besorge ich kurz die Sachen, die ich für da drin brauche und dann zeige ich euch das. So ihr Lieben, für das Innere brauchen wir jetzt 250 bis 300 Gramm Hackfleisch, zwei Spitzpaprika, bekommt ihr beim Türken, dann Salz, am besten so eine Küchenmaschine. Dann braucht ihr Pfeffer, eine Zwiebel und Tomatenmark, das war's auch, mehr braucht ihr nicht. Wenn ich die Zwiebeln vom Aldi benutze. Die sind so stark, ey. Ach, ich muss jetzt erstmal mein Gesicht waschen. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Ich bin so weiter, aber ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Sachen in den Kühlschrank gestellt. Also das Hackfleisch. Ich warte jetzt noch so eine halbe Stunde und dann fangen wir auch an. Aber bis dahin mache ich mir noch mein Gesicht. Das finde ich um. So, der Teig ist jetzt total aufgegangen. Ich glaube, ich knete den nochmal durch und dann soll er noch ein bisschen aufgehen, damit das noch fluffiger wird. So ihr Lieben, der Teig ist jetzt nochmal aufgegangen ein bisschen. Das reicht auch. Ich werde jetzt Kugeln formen und die schon mal auf dem Backblech tun. Und danach kommt ein Tuch drauf, damit das 15 Minuten, also weitere 15 Minuten nochmal aufgehen kann.
Mhm. Ihr Lieben, ich habe ein bisschen zu viel gemacht, aber der Teig hat perfekt gereicht. Und das Hackfleisch war auch perfekt. Also ihr könnt genau die Mengenangaben nehmen. Das sind bestimmt 50 Stück. Aber das Gute ist, ihr könnt das einfrieren im Kühlschrank, also im Gefrierfach. Und einen Tag bevor ihr Besuch bekommt, rausholen. Und wenn der Besuch dann da ist, einfach in die Mikrowelle oder in den Backofen schieben und warm machen. Das war's. Die sind so fluffig geworden, sieht man, ne? So gut. Also das ist gut gewesen, dass ich das zweimal geknetet habe und dann nochmal 15 Minuten ziehen lassen habe, bevor ich das befüllt habe. Super, super fluffig und oh, der Teig ist der Hammer. Echt. Lina ist übrigens am Essen. Ich zeige sie euch mal. Bist du am Essen? Lecker? Ja, sie ist heute ein bisschen schräg drauf. Ich muss jetzt auch staubsaugen hier. Lina, guck mal, du hast gekrümmelt, Schatz. Du bist genial. Okay? So, ihr Lieben, Audel ist gerade zur Arbeit. Wir haben gegessen. Das hat super, super lecker geschmeckt. Ich habe eigentlich für die Mitarbeiter noch Feuchtel eingepackt, aber der hat das vergessen mitzunehmen. Aber ich glaube, der ist jetzt auch schon losgefahren. Deswegen ist es jetzt zu spät, aber egal. Ich friere das halt ein. Und wir fahren jetzt in die Stadt mit Hakan. Ich wollte zu Primark und ein paar Kleider anschauen. So Sommerkleider, diese breiten Kleider, die so schön runterfallen. Und sonst wollte ich für Audel noch ein Parfüm holen. Ich weiß auch noch nicht welches. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir zurück sind, melde ich mich, weil es wird heute bestimmt sehr voll. Wir haben Samstag, 18 Uhr. Ja. Und Primark ist eigentlich immer voll. Mal schauen. Ich war da so lange nicht mehr, seit einem Jahr bestimmt. Naja, auf jeden Fall bis gleich. Hakan und Lina warten schon, also. So, ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Ich zeige euch mal, was wir alles gekauft haben. In der Neumarktgalerie gibt es so einen Stand, so einen Obst- und Gemüsestand, nee, Obststand. Und da war alles auf 1 Euro runtergesetzt. Ich habe jetzt einmal diese Box mitgenommen. Einmal diese Box. Also alles für 1 Euro. Und einmal das. Und das wollte ich jetzt Lina geben. Ja, warte. Ich mache das hier auf, ja? Damit sie das essen kann. Aber gleich muss sie auch schlafen. Wir haben schon 9 Uhr. Das? Aber du isst das auch, ja? Guck mal, hier ist eine Gabel drin. Dann kannst du es damit essen, okay? Hakan, isst du auch mit ihr, ja? Lambayachan Sana. So, dann zeige ich euch jetzt, was wir alles gekauft haben. Eigentlich habe ich ganz viel gekauft. Also bei Primark haben wir einmal Mentos geholt an der Kasse. Dann Pringles haben wir. Da ist so ein Laden. So ein Süßigkeiten-Outlet, da haben wir das geholt für 1,39 Euro oder so. Eigentlich ganz normal der Preis. Dann haben wir für Lina so ein Body Spray geholt, der war runtergesetzt auf 1 Euro. Das sprayt man so drauf. Riecht auch so süßlich und danach glitzert die Hand. Das sieht man jetzt natürlich nicht, ne? Habe ich einmal das geholt. Dann hat Lina sich so eine Pizza gekauft bei Backwerk. Das hat sie aber nicht gegessen. Dann waren wir auch Eis essen. Dann habe ich für Audel dieses Oberteil gekauft. Das war jetzt runtergesetzt auf 3 Euro und ich dachte mir, warum nicht? Das Größe S, das wird dem auch passen. Ja, ich hoffe, der freut sich. Dann einmal Socken für 3 Euro. Ich finde die Primark-Socken ehrlich gesagt auch am besten. Da sind jetzt 5 Stück drin für 3 Euro. Das ist jetzt Größe 43, 46. Dann haben wir ganz viele Parfüms gekauft. Leute, die Parfüms riechen so, so gut. Das ist zwar Eau de Toilette, aber die riechen unnormal gut. Ich glaube, Eau de Parfum ist original, ne? Also die drei gehören Hakan. Die haben jeweils 4,50 gekostet. Also ich finde, das hier riecht am besten. Also wenn ihr bei Primark vorbeigeht, dann schaut mal für eure Männer. Das heißt jetzt Elements. Prisma schmeckt. Riecht auch gut. Ich habe jetzt die beiden geholt. Beides heißt Elements. So. Ich hatte eigentlich noch eins, aber das habe ich dann zurückgelegt, weil ich mir dachte, der soll erstmal das hier fertig haben und dann kann man trotzdem noch was holen. Dann habe ich für Lina einmal so eine Käppi geholt für den Urlaub. Für 4,50.
ein Elsa-Kippi. Dann war dieses Oberteil reduziert. Das ist jetzt Größe 5 bis 6, aber ich denke, das wird mir auch trotzdem passen. Weil das sieht so klein aus. Hat auf jeden Fall von 9 war das auf 3 reduziert. Schaut so aus. Ich finde das voll süß. Das kann auch kein 5-jähriges Kind anziehen, oder? Das sieht voll... Naja, auf jeden Fall ist das so ein Zweiteiler. Ist aber dran genäht innen und da steht Princess. Dann habe ich, das darf sie jetzt nicht sehen, einmal so ein Magic Sand, so ein Magical Sand heißt das. Sand, der geformt und modelliert werden kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das klappt, aber sie hat mal ein paar Videos dazu gesehen auf YouTube und das hat ihr gefallen. Das kostet jetzt 3,50 und ja, ich finde das ganz okay. Da sind auch Figuren dabei. Zwar in der Kasse, ich habe es einfach mitgenommen. Dann hat Lina bekommen einmal dieses T-Shirt. Die kosten jetzt jeweils 2 Euro. Das ist Größe 3 bis 4 Jahre. Genau. Dann einmal das. Hier steht einfach Love drauf. Weil T-Shirts kann man immer gebrauchen und ich finde die eigentlich voll gut von Primark. Einmal das, so eine Parfümflasche. Was steht hier drauf? Follow your dreams. Einmal das. Und einmal das. Was steht hier drauf? Belle Fleur Paris. Das ist, glaube ich, auch ein Parfüm, ne? Genau. Und dann haben wir noch geholt für Lina dieses Kapuzenhandtuch von Prinzessin Elsa. Lina, das ist nicht Papa. Einmal das. Und hinten ist Anna drauf. Das ist perfekt fürs Badezimmer, wenn sie dann baden tut. Dann kann sie es einfach überwerfen. Lina! Und dann hat sie einmal diese Leggings bekommen. Hier sind einmal Schmetterlinge drauf. Und einmal das. Achso, das Kapuzenhandtuch hat 6 Euro gekostet. Das ist jetzt 2 bis 3 Jahre. Das hat gekostet 5,50. Ich hoffe, das passt. Hier ist nicht zu eng. Also hier. Mal schauen. Und zuletzt hat sie noch so Elsa-Nagellack bekommen. Mit Elsa-Figuren. Kann man auch die Nägel draufkleben. Aber ich glaube, die Nägel sind noch zu klein dafür. Aber ist ja egal. Sie hat jetzt so ein eigenes Elsa-Nagellack und das ist auch gut so, weil sonst will sie immer dieses rote Nagellack und das sieht natürlich nicht so schön aus bei kleinen Kindern. Ja, ihr Lieben, das war's auch. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich weiß, es war ein bisschen langweilig, aber tut mir leid, ich war gestern total Depri und keine Ahnung warum. Ich habe irgendeine Hormonstörung und habe ich das Gefühl. Naja. Naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye. Stepping out, it's Friday night.